Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Guido, und ich gehe mit euch heute auf Geocaching-Tour. Ich bin in der Schweiz unterwegs, aber schaut mal mein Cache-Mobil an. Das schaut aus ganz gelb von den Sahara-Staub. Erstmal möchte ich alle neuen Abonnenten begrüßen. Grüße gehen raus an euch. Wir sind schon echt ganz in der Nähe. Wir müssen noch ein Stück weiter hoch. 30 Meter. Mir ist aufgefallen, es schauen immer noch meine Videos viele ohne ein Abo. Lasst mal ein Abo da und ein Like. Aktiviert die Glocke, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn ein neues Video kommt. Okay. Schauen wir doch mal da hoch. Ich nehme euch einfach mit. Ja, hier geht ein Weg lang. Hier sind schon viele lang gelaufen. Mal sehen, ob wir fündig werden. Wir alle zusammen. Ich natürlich hier zu Fuß und ihr am Fernseher. Ihr Cashies. Grüße gehen natürlich raus auch an alle aus Lindenberg, die mich anschauen. Ich glaube, ich habe was gefunden. Yes! Schaut mal! Ich hab's gefunden! Ich muss ein Rätsel machen, ein Sudoku. Das habe ich natürlich vorher schon gemacht. Zum Glück, sonst würde ich jetzt hier eine Stunde sitzen. Ich verrate natürlich den Code nicht. So, ich natürlich wieder ohne Brille unterwegs. Super, aber zum Glück sind die Zahlen ganz schön groß. Ah, okay. Okay. Was jetzt machen? Ah, okay. Aufklappen. Mal gucken, ob sie uns einen Platz gelassen haben oder ob wir... Ja, es ist noch Platz zum Glück. Lassen wir natürlich gleich mal einen Stempel da. Datum habe ich gerade eben im Auto schon umgestellt zum Glück. So, schaut. Diding, diding. Unser erster Cache. So, verstauen wir das wieder in der Tüte. Hey, hopp. So. Machen wir das hier reinlegen. Aufkleber habe ich auch da gelassen. Ich glaube, ich lasse noch zwei Pokémons da. Wenn sie reinpassen, mal schauen. Ja, geht. So. Versenken wir. So. Jetzt zurück zum Cache-Mobil. Und weiter geht's. Also, bleibt dran und seid gespannt, was ich noch finde mit euch. Also, bis gleich, ihr Cashies. Bleibt dran. So, jetzt bin ich 1 Kilometer weitergefahren zum nächsten Cache. Und wir sind hier auf den Berg hochgefahren. Seht ihr schon was? Ja, schaut mal. Da ist er. Ich habe Mikro ausgeschalten. Wieso kommen so eine kleinen? Wir machen ihn zusammen auf. Ein kleines Logbuch kommt zum Vorschein. Ich hoffe es jedenfalls. Jetzt habe ich es. Schaut mal, wie klein das ist. Ja, ich glaube, ich habe noch ein Kugelschreiber mit, weil Stempel wäre natürlich viel zu groß. So haben wir uns eingetragen in das Logbuch. Rollen wir wieder zusammen. Ich zeige euch gleich mal die Umgebung. Unser zweiter Cache habe ich fast vergessen. Es läuft in der Schweiz. Ich glaube, das ist vorhin, das war mein erster Cache in der Schweiz. Auslandspunkt, wenn ich hier schon arbeite in der Nähe.
kann ich auch cachen gehen. Machen wir ihn wieder zudrehen. Dann verstecken wir ihn wieder. So, versteckt. Sind wir am nächsten Ort angekommen? Wir müssen noch 90 Meter in die Richtung. Kommt! Der Cache heißt Dorfblick. Ich schätze, das ist sowas wie ein Aussichtspunkt. Aber hier ist es echt, echt schön. Schaut doch mal die Bäume an. Voll schön. Und der hier. Hinter mir. Voll mit Moos. Voll ruhig und man hört die Vögel zwitschern. Schaut mal, das alte Haus da hinten. So ein altes Bauernhaus. Ich glaube, wir müssen hier rein. Ja, wir müssen hier rein. 6,5. Ich muss irgendwo hier drüben sein. Überall Spinnen drin. Hier ist so ein bisschen ein Weg, ob hier schon viele reingelaufen sind. Manchmal ist das ja nicht so genau gemessen. Ich schau mal ein bisschen und wenn ich ihn gefunden habe, melde ich mich wieder. Bleib dran! Schaut mal, der Orne hat noch ein Bild da gelassen. Wir waren schon richtig. Oder? Schaut mal. Das Bild und die Wurzel mit dem Baum. Wow. Unser dritter Cache heute. Es läuft, es läuft. Ich hab's ja schon gesagt. Dritter Cache. Wir öffnen die Dose. Schaut mal, was hier alles drin ist. Webelbad und das Logbuch, das Wichtigste. Wow. So, haben wir uns verewigt. Wieder rein. Lassen wir noch zwei Aufkleber da und zwei Pokémons. Schaut mal. Cool, oder? Schmeiß mal mit rein. Dose wieder zu. Stecken wir ihn wieder da. Dose rein. Auf geht's. Zum Cache-Mobil zurück. Jetzt müssen wir uns sputen, es wird langsam dämmerig. Also, bleibt dran. Bis gleich. Ich zeige euch noch ein bisschen die Umgebung. Bleibt dran. Jetzt bin ich mal 4 Kilometer weiter gefahren. Patty on Tour heißt der Cache. Wir sind noch 3 Meter weg. Also hier ist es auch wieder wunderschön. Hört ihr das? Frühling. Sieht alles sehr verdächtig hier aus, findet ihr nicht? Unser vierter Cache heute. Super. Wir öffnen mal die vierte Dose. Also eine schöne große Dose. Große Dosen finde ich immer gut. Schaut mal, eine Eule. Eine blaue. Hier. Ein Küken. Viele
viele Bilder. So, wir tragen uns im Logbuch ein, tun es wieder schön rein, dann lassen wir wieder zwei Aufkleber da und natürlich zwei Pokémons. Voll cool, oder? Die tun wir rein für die kleinen Cashies, damit die was zum Tauschen oder zum Mitnehmen haben. Und jetzt verstecken wir den Cash wieder. Wieder schön in die Kuhle rein. Die Schale wieder von der Rinde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da und ein Like. Ich würde mich riesig freuen. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt schön gesund. Bis nächsten Freitag. Euer Guido. Ciao.